Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 30. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und bekommt einen Einfluss von Stern Saphir, so wie die Edelstein Saphir, so heißt auch diesem Stern, und bringt uns Glück. Die Römer haben diesem Stern Saphir verehrt, als Göttin die Fortpflanzung, als Göttin die Prophezeiungen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat auch Einflüsse, einmal von Capula, die zahlreiche, das sind vielen, vielen Sternen, ein Nebel, südlich von Sternbild großen Bär oder großen Waage. Und die Bedeutung dieser vielen, vielen Sternen heißt die zahlreichen Freunde. Und das heißt für unseren heutigen Tag um die Freundschaften kümmern oder neue Freundschaften schließen. Nicht nur diese zahlreichen Sternen bestrahlen die heutige Mondbewegung, sondern auch Labrum. Labrum bringt auch Glück, Erfolg und Ehre und Anerkennung. Viele sagen, das ist der heilige Gral. Und dazu gibt auch eine Geschichte. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe: Hier ist diesen goldenen Becher, das ist dieser Labrum, und jetzt fliegst du davon und bringst frischen Quellwasser für Zeus. Aber beeile dich. Die Rabe versprach das auch und fliegt davon. Aber was passierte? Unterwegs findet er einen Feigebaum. Und es war sehr einladend und die Rabe dachte, naja gut, jetzt esse ich von diesem Feige, aber das war noch gar nicht reif. Und die Rabe sitzte unter dem Feigenbaum und wartete, bis die Feigen reif waren. Und erst dann fliegt davon zu die Quelle und holte die frischen Wasser in diesem goldenen Becher und brach zurück zu Zeus. Apollo, der Sonnengott, fragte dann zu Rabe: Wo warst du denn so lange? Ich hab dir gesagt, du sollst dich beeilen. Die Rabe machte so unschuldig und sagte: Weißt du, Apollo, ich kann doch gar nichts dafür. Da war doch unterwegs diese Wasserschlange, diese Hydra, und sperrte mir den Weg. Deswegen kam ich halt etwas später. Apollo durchschaute diese Lüge. Und was passierte dann? Die sind alle im Himmel gesetzt. Auch die Wasserschlange, diese Hydra, auch diesem goldenen Becher, das ist dieser Labrum, beziehungsweise diesem Stern Labrum, befindet sich in diesem Kelch oder Krater, dieser Sternbild Krater. Und auch der Rabe. Und der Rabe muss jeden Tag alles anschauen, damit er erinnert zu seinen Lügen. Und das ist dieser goldene Kelch. Und gegenüber liegt die Quelle. Ja, das ist der Fluss Eridanus. Und das Ende des Flusses heißt Achena. Das ist ein Stern im Sternenhimmel. Und in diesem Fluss Eridanus ist ein Sternbild und das liegt genau gegenüber im Bereich, wo die Tierkreiszeichen Fischen befindet. Also wir haben auch die Quelle. Und das ist die Geschichte dazu. Natürlich hat das auch Themen wie religiöse Themen oder Spiritualität. Das darf man auch nicht vergessen. Aber diesem Stern Labrum bringt auch Glück und Ehre und Anerkennung. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen?
Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Natürlich wollen die Wiedergeborenen gerade wahrgenommen werden oder möchten etwas ins Licht zu bringen. Es werden auch Veränderungen geben, dafür sorgt Uranus in Tierkreiszeichen wieder in allen Lebensbereichen. Aber wichtig ist auch die Liebe-Partnerschaft. Venus bewegt sich auch im Tierkreiszeichen wieder. Aber die Wiedergeborenen sollen auf den Gesprächen achten, weil es entsteht eine gewisse Spannung zwischen Merkur und Saturn und Merkur und Mars. Die Mars ist natürlich die Trieb, etwas zum Sagen, etwas klären, aber das führt zu Missverständnissen. Bei Mars-Energie kann auch eine männliche Person sein, wo diese Spannung dann auslöst. Also die Wiedergeborenen, aber auch die Steinbockgeborenen sollen nicht nach Impuls handeln und etwas sagen, was sie später bereuen, weil das führt zu Missverständnissen, das führt zum Streit. Und auch die Wiedergeborenen, auch die Steinbockgeborenen sollen überlegen, die Ruhe bewahren und überlegen, was sagen sie, wie sagen sie und ob überhaupt etwas sagen sollen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein Aufstieg und sie werden auch wahrgenommen. Der Tag verläuft sehr gut, angenehm, schön bei den Stiergeborenen. Der Planet Venus nähert sich zu Stier, das heißt, in der nächsten Zeit wird ein wichtiges Thema sein, die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen verspüren eine gewisse Spannung, Unsicherheit, Unruhe. Vielleicht trifft gar nicht direkt die Zwillingsgeborenen, aber in dieser Nervosität spüren sie gerade, wo sie Glück haben. Das ist die Liebe-Partnerschaft. Aber nicht heute, sondern in den kommenden Tagen, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Waage. Und das ist ab morgen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas in Stabilität und kommt auch eine Bestätigung. Das fühlt sich sehr gut an. Aber die Krebsgeborenen sollen darauf achten, in welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, dann führt es zum Stress und die Krebsgeborenen verlieren dabei die Kraft und werden sie müde und erschöpft fühlen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt eine Bestätigung, kommt auch die Sicherheit und Stabilität, Veränderungen, besonders im Liebe-Partnerschaft. Und die Löwengeborenen haben nach wie vor karmische Themen. Sie suchen ihre Berufung, sie suchen ihren Seelenpartner. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen bewegt sich einiges. Und die Jungfraugeborenen, aber auch die Stiergeborenen, haben gerade die Bedürfnis, Abschied nehmen von etwas oder von jemand, trennen von etwas, beenden etwas oder loslassen. Sie haben gerade diesen Prozess, etwas loslassen, beenden. Und natürlich, das befreit auch und da haben Sie die Möglichkeit, etwas Neues starten. Und das trifft bei der Jungfrau geboren auch beruflich. Kann sein, dass sie gerade kündigen, aber viele Jungfraugeborenen erleben das in der Liebe-Partnerschaft, beenden etwas und sehen sie die Chancen für eine neue Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen spiegelt etwas im Leben. Das ist die Liebe-Partnerschaft, auf anderen zugehen, die Kontakt suchen oder Gefühle zeigen, Interesse zeigen. Und wenn Sie spüren, dass bei den Gesprächen Stress gibt oder Streitigkeit, dann können die Waagengeborenen helfen, das in Harmonie zu bringen oder vertreten die Gerechtigkeit. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben gerade Chancen und Möglichkeiten. Sie sollen ihre Unsicherheit überwinden oder ihre Angst überwinden, weil das bremst. Und wenn da keine Angst dabei ist, dann öffnet sich neue Türen, neue Möglichkeiten und es kommt auch in Form. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen befindet sich in einer Wandlung.
Veränderungen, Umbrüche, das kommt plötzlich, unerwartet. Das kann die Liebe, Partnerschaft sein, das kann auch eine berufliche Veränderung sein, das kann auch bedeuten, dass die Finanzen ändern sich, vielleicht Gewinnchancen oder ein Erbschaft oder kommt Geld rein oder im Finanzamt klärt sich etwas und sie bekommen Geld zurück. Bei vielen Schützengeborenen spielt gerade die Ausland eine Rolle. Entweder Kontakte zum Ausland, ein Besuch von Ausland oder eine Reise planen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborene haben gerade die Mut und die Kraft, die Möglichkeit, etwas loslassen, etwas beenden, etwas kündigen, von etwas Abschied zu nehmen. Und sie sollen das als Befreiung betrachten, weil dann kommt auch etwas Neues. Und wie ich schon sagte, auf die Gespräche achten. Also nicht impulsiv handeln und nicht die Wut zeigen, weil das führt zu Missverständnissen und führt zum Streit, sondern die Ruhe bewahren oder lieber nichts sagen, diplomatisch sein und so kann man das, die Gespräche natürlich dann in Harmonie bringen und dann sind die Zufriedenheit da. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist ein beruflicher Aufstieg und was ich von den Sternen erzählt habe, die zahlreichen Freunde, das trifft direkt die Wassermann-Geborenen. Natürlich auch die Wagen-Geborenen, aber auch die Wassermann-Geborenen, um die Freundschaften zu pflegen, neue Freundschaften knüpfen. Und das ist auch ein wichtiges Thema, aber sie haben auch Glück in die Liebe-Partnerschaft. Bei den Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen ist wichtig die Ruhe, die Zurückgezogenheit oder Meditation, die inneren Gleichgewichte, die inneren Harmonie, die Heilung. Und nach diesem Ruhe kommt etwas in Bewegung. Und daran liegt die Glück bei den Fischengeborenen. Momentan brauchen sie den Rückzug, die Ruhe, die Nachdenklichkeit oder die Meditation oder die Heilung. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.